So, heute sehen wir uns mal eine original thailändische Schmiede an, wo Messer geschmiedet werden. Und das zeige ich euch heute mal. Das sind die Rohlinge, alte Blattfedern meistens. Dann werden die hier zusammengefaltet und erhitzt und daraus macht er die Klinge. So, das ist das Rohmaterial, alte Blattfedern, daraus schmieden die das. Das hier ist seine Frau, die man hier sieht, die hilft ihm dabei, die hält das Feuer am Lodern. So, das sind die Rohlinge dafür, die dann heiß gemacht werden und dann schmiedet er die mit diesem Hammer hier. Und ich kann euch sagen, das war ziemlich heiß hier. Einmal ist das Wetter draußen ja schon sehr warm. Und wenn man hier den ganzen Tag an diesem Feuer sitzt und schmiedet, dann ist es richtig warm. Das ist auch der Grund, warum diese Schmiede nur einige Stunden am Tag geöffnet hat. So, hier sieht man mal diesen uralten Schmiedehammer, der elektrisch angetrieben wird. Also mit so einem Elektromotor wird der betrieben. Und das Ding hat schon wirklich einige Jahre auf dem Buckel. Aber funktioniert immer noch wunderbar und zuverlässig. So, zwischendurch wird das natürlich immer wieder ins Feuer gelegt, damit es wieder richtig glüht und das Metall eben weich wird, damit er das eben weiter schmieden kann. Aber er macht hier auch schon ein paar Feinarbeiten, also mit dem normalen Hammer, um das Metall eben wieder richtig in Form zu bringen, was man eben mit diesem großen, schweren Elektrohammer hier eben nicht machen kann. Hier sieht man das Gebläse, womit die Kohlen auf Temperatur gebracht werden. Und das ist auch Marke Eigenbau hier. Und immer wieder zwischendurch auch mit dem normalen Hammer, damit das wirklich in Form bleibt. Weil so kleine Arbeiten, diese feinen Sachen, das kann man einfach nicht mit diesem großen Hammer machen. Deswegen benutzt er hier natürlich zwischendurch immer den kleinen Hammer. Oder was heißt kleinen Hammer? Mit der Hand wird es eben dann bearbeitet, um da präziser sein zu können. Und wenn die Rohlinge grob fertig geschmiedet sind, dann werden sie hier zur Seite gelegt und gehen dann weiter zum nächsten Schritt. Und der nächste Arbeitsschritt ist gleich nebenan, und zwar ist das hier sein Vater, also der Vater von dem Schmied eben gerade. Und dieser Mann ist tatsächlich schon 80 Jahre alt und schmiedet jetzt hier diese Messer oder Messerrohlinge eben zu Ende. So, wenn so ein Messer fertig ist, kann man für alles Mögliche benutzen, für den Garten oder auch teilweise zum Kochen, Fleisch schneiden, dann kostet das 200 Baht, das fertige Messer. Ja, fertig ausschmieden heißt hier, dass er das wirklich alles in Handarbeit mit einem kleinen Hammer das Metall eben nochmal bearbeitet, natürlich vorher schön glühend macht, hier in dieser heißen Esse, die man hier gerade sieht. Also der Mann ist schon 80 Jahre alt und macht das schon, seitdem er 25 ist. Also viele, viele Jahre. Er hat schon einiges geschmiedet in seinem Leben. Ich muss sagen, es ist sehr warm hier. Wenn da noch die Sonne kommt, dann wird es hier wirklich unangenehm. Aber das ist auch der Grund, die fangen sehr früh morgens an und machen so um 14, 15 Uhr dann Feierabend, weil es vor Hitze nicht mehr auszuhalten ist. Ne? Okay, okay. Ja, aber nee. Ja. Mhm.
I know it's not finished. Nicht fertig, ja. Mhm. Mhm. So, hier das gleiche. Hier ist die Esse. Ja, und immer wieder das Metall warm machen, nachschmieden, gucken, ob es gerade ist. Und das machen die ungefähr 10 Mal am Tag. Also 10 Messer stellen die hier pro Tag her. So, hier wieder noch ein bisschen richten. Und so sieht es dann fertig aus. So, hier werden die Messer abgeschliffen, nachdem sie geschmiedet wurden. Okay. So, jetzt wird das Messer noch geschliffen. So, Sicherheitsschalter ein. Noch nicht anfassen, sagt er. Es ist noch heiß. So, wenn der ältere Herr damit fertig ist, kommen sie wieder hierher zurück, wo das Messerschmieden anfängt. Und hier liegen sie dann fertig. Und hier kommt dann hinten nur noch der Schaft dran oder der Griff, wie auch immer. Und dann sehen die so fertig aus. Die fertigen Messer hier. Sehr scharf. Sehr scharf, hä? Ja. Sag mal. Oh, ja, okay. Und hier auch noch eins. Sieht ein bisschen anders aus. Sowas kann man auch für die Küche benutzen, für Fleisch oder Gemüse. Ja, das war das Video über original thailändische Messer in Handarbeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Nice.